So. Nachdem ein Norweger heute schon die Fußball-Bundesliga verrückt gemacht hat, so wie wir das mitbekommen haben, ist jetzt die U16 des BVBs dran, die mit einem 3:2 Erfolg gegen Köln und einer 2:3 Niederlage gegen Arminia Bielefeld einen wechselhaften Start hatten. Jetzt gucken wir, welche Tendenz es wird. Letztendlich müsste es eigentlich unentschieden werden, dem Trend nach. Gegen Eintracht Frankfurt. Moritz, wie waren die Frankfurter bisher drauf? Nicht gut, das müssen wir wirklich so sagen. Zweimal enttäuscht gegen Bremen mit 1:3 verloren und genau das gleiche Ergebnis auch gegen den FC Schalke 04. Heißt, in der momentanen Endabrechnung 2:6 Tore, 0 Punkte. Ich glaube, so hatten sich die Hessen das Ganze nicht vorgestellt. Aber wir haben es ja schon einige Male gesehen, dass sich hier in den Spielen nicht unbedingt der Favorit durchgesetzt hat. Dortmund hier allerdings direkt mal fast mit der Führung. Und der nächste Angriff rollt. Und wieder Dortmund. Wird da ein bisschen gehalten. Vorteil läuft allerdings. Und dann geht es erstmal hinten rum wieder. Über den Keeper. Schöne Ablage. Ligentechnisch übrigens ein Niveau. Westfalenliga für den BVB. Dort Tabellendritter. Die Hessen sind in der Hessenliga auf Platz 2. Also beide Mannschaften nicht in der Regionalliga. Das ist so die höchste Spielklasse für U16-Teams. Die Vorstufe zur U17-Bundesliga. Dort beide nicht aktiv. So, ein bisschen Glück gehabt. Nachschussmöglichkeit wieder geblockt. Und Frankfurt in Ballbesitz. Da waren sie nicht ganz einig. Starker tiefer Ball, Abschlussmöglichkeit, aber gut pariert. Er bleibt im Spiel. Das ist der fahrlässige Fehler, Moritz. Treffer. Leon Kiranovic bestraft das stümperhafte Verhalten der Dortmunder Defensive und bringt die Frankfurter mit 1:0 in Führung. Sehen wir es hier nochmal. Sehr lässig. Ganz, ganz lässig gemacht. Zulässig. Der Fehler da im Aufbauspiel der Dortmunder. Eiskalt bestraft. 1:0 für die Frankfurter. Nach 3 Minuten also die Führung für die Eintracht. Dortmund ein gutes Beispiel dafür, dass der Trainerposten eines U16-Trainers auch ein Sprungbrett sein kann. Christian Flüthmann war insgesamt 6-mal beim Freeway Cup, erst mit Arminia Bielefeld, dann mit dem BVB. Mittlerweile ist er in England in der Premier League, denn er ist Co-Trainer von Daniel Farke, der ja bei Norwich City, dem Premier League-Aufsteiger, aktiv ist. Also von der Kreissporthalle Lübeck, Christian Flüthmann nach Manchester, Liverpool in der Premier League. Auch eine steile Karriere. Farke ja Trainer der U23 beim BVB und hat Flüthmann den U16-Trainer dann mit auf die Insel genommen. Auch eine tolle Geschichte. Christian Flüthmann, auch sehr sympathischer Trainer hier. Wie gesagt, 6-mal insgesamt hier in Lübeck an der Bande. BVB ja auch in den letzten beiden Jahren jeweils im Endspiel gewesen. Beides Mal gegen den 1. FC Köln gespielt. Beides Mal verloren. Aller guten Dinge sind vielleicht 3. Aber erstmal gilt es hier Eintracht Frankfurt zu schlagen. Ich glaube, da hätten die Dortmund auf jeden Fall nichts gegen, wenn die Reise beim diesjährigen Freeway Cup wieder bis ins Finale geht. Dann wollen sie natürlich auch endlich
mal den Pott mit nach Hause nehmen. Haben sie ja noch nie geschafft, bei ihren 17 Teilnahmen das Ding hier zu gewinnen. Jetzt ruppiges Einsteigen hier. Jasper Ehlers beordert da die Frankfurter Nummer 7, Livan Butchu, zu sich. Bleibt allerdings bei einer Ermahnung. Macht ihm allerdings ganz, ganz deutlich, dass das hier die letzte Aktion für ihn war. Sonst geht er hier für 2 Minuten vom Feld. So, Spiel läuft wieder. Ausgeführter Freistoß der Dortmunder. Bringt allerdings keine Gefahr ein, weil die da gut aufpassen. Schöner Ball in die Spitze jetzt. Machen die Frankfurter da fest. Runtergezogen an der Bande. Und dann gibt es den Freistoß für die Eintracht. So ungefähr 8 Meter vor dem Kasten. Linke Position. Schussmöglichkeit. Und das ist das 2:0. Für die Frankfurter. Ada Temur. Nationalspieler auf Abruf. Mit dem 2:0. Für die Eintracht aus Frankfurt. Freistoß zurückgelegt und dann unten rechts vollendet. Jetzt die Möglichkeit, nein, nicht für den BVB. Tiefer Ball. Gutes 1 gegen 1, nimmt jetzt Tempo auf. Frankfurt torgefährlicher, logisch bei 2 Treffern, Dortmund 0, aber auch mit mehr Abschlüssen, oder? Ja, finde ich schon, das ist ein ganz anderer Auftritt als noch in den ersten Spielen. Machen sie viel, viel besser hier. Gegen den BVB. Der sich aber auch so ein bisschen an die eigene Nase packen muss. 1:0, absolut vermeidbar gewesen. 2:0, dann nach dem Foulspiel an der Bande eigentlich in relativ ungefährlicher Position. Nachdem dann das 2:0 entstanden ist. Also vermeidbare Fehler des BVB hier, die hier zu den Treffern für die Frankfurter geführt haben. Denen wird es herzlich egal sein. Die wollen hier die ersten 3 Punkte auf ihrem Konto einfahren. Luis Kolbe, Nationalspieler, wird jetzt hier gefoult. Abschluss jetzt hier aus der Distanz. Geht klar drüber. Und haben die Frankfurter schwach gewechselt, fand ich. Ja, Dortmunder Ballbesitz hat sehr lange gedauert. Und dann der Treffer, Anschlusstreffer für den BVB. Spieler mit der Nummer 11, Mengo. Ja, schlecht gewechselt von den Dortmundern, von den Frankfurtern, ja. Da. Und das wird bestraft. Und jetzt vielleicht direkt der Ausgleich. Ja, Doppelschlag. Da ist er. Frankfurt noch nicht auf der Höhe mit diesem Block. Und der Ausgleich für den BVB. Jonah Husek trifft. Ja, so schnell kann es gehen. Du hast es vorhin gesagt in der Halle. Ruckzuck. Das Ding wird egalisiert. So sehen wir hier wieder viel zu passiv. Die Frankfurter trockener Abschluss von der Bande weg. Und dann im Nachsetzen getroffen. 3,5 Minuten, 2:2. Also ordentlich Musik drin. Auch ohne Musik. Der Hallen-DJ ist nämlich kurz nicht da. Die Musik macht jetzt das Spiel. Trifft der BVB nochmal, sinkt Moritz. Ole, jetzt kommt der BVB. Ich glaube, dann werden die Zuschauerzahlen hier bei uns im Livestream aber rapide sinken. Ach, deswegen werde ich das mal lieber lassen. Sympathietechnisch wäre das vielleicht auch nicht das Richtige. Bist du für ein Fan? Jetzt können wir mal, wir sind ja unter uns. Ah, ich bin ja jetzt gerade in München. Ich glaube, da bin ich schon gar nicht so schlecht. Ah, also bist du 60er? Ah, nicht ganz. Okay. Okay. Nee, damals
Philipp Lahm immer schon so der Liebling gewesen und dann... Das passt ja größentechnisch. Also, das würde ich auch sagen, also. Der Hallen-DJ ist zurück. Also beim nächsten Treffer muss Moritz nicht singen, es gibt wieder Musik vom Band. Da bin ich auch ganz froh drüber, um ehrlich zu sein. Rüdes einsteigen. Mit offener Sohle davor raus. Kann man auch mal über 2 Minuten nachdenken. Ah, Elas muss gerade den Täter einmal erwischen. Jetzt hat er einen Husek, hat das Foul gemacht. Schauen wir uns jetzt nochmal an gerade. Oh, das sind 2 Minuten. Ja. Klar, sieht in der Wiederholung, Zeitlupe auch immer etwas härter aus, aber das sind 2 Minuten. Also das muss man eigentlich gleich unterbinden, damit so ein Foul nicht nochmal vorkommt. Da kann auch mehr passieren. Glück also für den BVB, dass sie hier das Spiel vorerst zumindest zu viert zu Ende bringen können, beziehungsweise zu 5 mit 4 Feldspielern. Nächster Einsatz da, nächste Grätsche von der Dortmunder Nummer 4. Diesmal allerdings fair. Frankfurt ist aber am Drücker. Aber dann das Foulspiel und der Ballbesitzwechsel, die Dortmunder. Also jetzt mit etwas weniger als 1,5 Minuten auf der Uhr. Langer Ball geht ins Aus und diese Chance nutzen die Frankfurter, um nochmal durchzuwechseln. Klappt diesmal auch besser als vor dem 1:2 Anschlusstreffer der Dortmunder. Schuss von Luis Kolbe. Geht klar am Kasten vorbei. Und somit gehen wir in die letzte Spielminute. 2:2 zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt. Also ich habe es ja gesagt, BVB, ein Sieg, eine Niederlage. Es müsste jetzt ein Unentschieden kommen. Gerade sieht es so aus. Oder gibt es hier noch einen Lucky Punch von einer der beiden Mannschaften? Das ist nochmal die große Möglichkeit für die Eintracht. Handspiel gepfiffen, Freistoß BVB. 37 Sekunden vor dem Ende. Okay. Nächste Offensivaktion. 3, 4 oder 6. Wie viele Punkte stehen heute Abend in der Tabelle für den BVB? Für Frankfurt stellt sich die Frage, gibt es den ersten Punkt, gibt es 3 Punkte oder bleibt es bei 0? 23 Sekunden, die Frankfurter Ballbesitz. Vorteil Eintracht. Nochmal Freistoß, 9 Sekunden. Es läuft auf das Unentschieden hinaus. Jetzt nochmal der Ball, das hätte fast gepasst. Oder gibt es nochmal den Abschluss? Es wird die letzte Aktion des Spiels. Der Ball ist im Tor. 3:2 Frankfurt. Der Treffer zählt. Der Treffer zählt. Jasper Ehlers zeigt auf den Mittelpunkt. Ja, war auch innerhalb der Grenze. Also, ersten 3 Punkte für Frankfurt. Dortmund verliert. Wir gucken uns noch gerade mal das Tor an. Vor allem den Jubel, die Emotionen. Wunderbar. Top. So, das war's mit Dortmund gegen Frankfurt. Bis gleich zum nächsten Spiel.